Es ist der Medienskandal der letzten Jahrzehnte. Ein Reporter des Spiegel, Klaas Relotius, ausgerechnet ein Reporter des Spiegel, hat über Jahre Geschichten, Orte, Figuren erfunden, die er oft nicht mal getroffen hatte, wo er nie war. Es ist ein großer Skandal und wir wollen heute Abend ein bisschen zur Aufklärung beitragen. Denn wir müssen uns knallhart fragen, was ist hier wirklich passiert? Und wir haben den Mann gefunden, der eigentlich hinter Klaas Relotius steckt und diese Fake News verbreitet hat. Wir kennen den Berater und Autor der Texte von Klaas Relotius. Wir schalten zu Ulrich Tanner, der anonym bleiben möchte. Deswegen nennen wir seinen Namen auch nicht und nennen ihn einfach Ulrich Tanner. Herr Tanner, was genau war Ihre Aufgabe im System Relotius? Naja, also ich habe mir die Stücke ausgedacht, die dem Klaas nicht eingefallen sind. Das war ja ein total netter, aufrichtiger, an sich harmloser Typ. Ich meine, gucken Sie sich den noch mal an. Da. Nee, das ist ein anderer Klaas, tut mir leid. Aber er sieht geiler aus als der Relotius, ne? Ja, gut, schon sagen. Aber bleiben wir doch einfach mal bei der Wahrheit. Es geht ja jetzt beim Spiegel um schonungslose Aufklärung, wie man hört. Also, da muss ich schon sagen, der Gag war gut, aber du bist auch Profi. Also, ne? Klaas Relotius hat sich die Geschichten gar nicht ausgedacht, ist das richtig? Nee, musste der ja auch gar nicht, der hatte ja mich dafür. Wie kam es zu dem Kontakt? Also, ich habe ihm gesagt, deine Geschichten, die sind super, schon okay, aber da fehlt was. Da fehlt das Salz in der Suppe. Was ist denn das Salz in der Suppe einer Geschichte? Okay, pass auf. Stell dir vor, du sitzt da in Fergus Falls in den USA und du sollst eine Story liefern, die den typischen Trump-Wähler zeigt. Bisschen doof, ballert um sich und auch wenn er gar keiner ist, Todesstrafe für alle, der ganze Wahnsinn. Aber jetzt sind die Trump-Wähler in Wirklichkeit total nett. Naja, jetzt also nicht total nett, aber langweilig nett, wenn man kein Schwarzer ist. Amerikaner eben. Und ich meine, das kannst du doch so als Story nicht bringen. Ja, und dann habe ich mir die Trump-Wähler eben ausgedacht. Also der deutsche Leser will doch nicht, dass der Trump-Wähler nicht so ist, wie er glaubt, dass er ist. Das kennen die doch schon von ihren Merkel-Nummern hier. Wie, was haben Sie jetzt gegen meine Merkel-Parodien? Also Merkel ist ja ganz einfach. Ich sage, ich bin, ich habe, ich sitze hier und sage, es ist so, wie es ist. Und wie ist es? Ist irgendwas? Nee, ist nichts. Also jetzt. So, geht Merkel. Wo ist das Problem? Genau so. Genau so. Also, Mundwinkel runter, Stimme hoch, doofer Satz, Publikum lacht, Sachsen sind Nazis, können kein Deutsch und arbeiten bei der Polizei. Ja, stimmt das etwa gar nicht? Sehen Sie? Sie wollen lieber ein schönes Märchen als die langweilige Wahrheit. Aber erweist sich der Journalismus da nicht einen Bärendienst? Nein, also über Bären hat Relotius nie geschrieben. Aha. Obwohl ich ihm das mal vorgeschlagen habe. Ein Schwarzbär aus Südkalifornien, der Trump gewählt hat, um die Zahl der Eisbären zu minimieren. War eine schöne Nummer, wollte er aber nicht. Ja, in Südkalifornien dürfen Bären auch gar nicht wählen. Sie kapieren echt überhaupt gar nichts, ne? Na gut, also okay, aber haben Sie jetzt den Relotius, also den Autor vom Spiegel, haben Sie den jemals persönlich getroffen? Ja, natürlich, sicher, mehrfach. So ein dicklicher, dunkelhaariger Typ mit Glatze. Moment, dunkelhaarig mit Glatze? Das kann doch nicht stimmen, das ist ein Widerspruch in sich. Ich sehe, Sie sind für den Spiegel doch überqualifiziert. Außerdem ist Relotius groß, schlank und blond. Das ist auf allen Fotos zu sehen, auf diesem hier zum Beispiel. So sieht der aus. Na, also Sie haben die Fotos, ich habe ihn getroffen. Wer hat jetzt recht? Vielleicht habe ich auch irgendjemand anders getroffen, fotografiert, der bis vor 3 Wochen so ausgesehen hat, als sei er Klaas Relotius. Hä? Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ja, dann habe ich alles richtig gemacht. Also haben Sie ihn nicht getroffen? Ja und nein. Wie ja und nein? Entweder Sie haben ihn getroffen oder nicht. Alles andere ist logisch unmöglich. Wir sind ja auch im Märchen vom ehrlichen Spiegel, dem nur ein Betriebsunfall passiert ist. Nein, da sind wir nicht. Wir sind hier im RBB Fernsehen. RBB und Fernsehen? Sie glauben wirklich noch am Märchen, ne? Vielen Dank. Ulrich Tanner, Dankeschön für dieses ehrliche Bekenntnis. Sehr gut. Steht dir gut, die Brille. Solltest du öfters aufziehen. Aber, welche Brille? Herrn, es ist ein grundlegendes Problem. Fake News sind ein Problem und wir alle wissen, Fake News, das sind immer die anderen, die drauf reinfallen. Natürlich nie wir. Das aufgeklärte, schlaue Bildungsbürgertum. Das, was RBB-Fernsehen guckt und den Weg hier ins TP am Kanzleramt gefunden hat. Doof sind immer nur die anderen. Und deswegen machen wir heute Abend den ultimativen Test. Wir haben die erfolgreichsten Fake News des letzten Jahres mitgebracht und ein paar Fake News, also Fake News, die auch nicht stimmen, die wir uns
aber ausgedacht haben. Ja? Und die Frage ist, Fake News oder Fake Fake News? Ich lese Nachrichten vor und Sie, meine Damen und Herren, das überaus gebildete, schöne und in jeder Hinsicht qualifizierte Publikum hier im TV am Kanzleramt, Sie rufen nach der Meldung einfach rein, Fake oder Fake Fake. Ja? Je nachdem, was Sie glauben. Okay? Ich sage nur als kleinen Hinweis, die meisten Fake News wurden im letzten Jahr von der AfD und von Erika Steinbach verbreitet. Hier kommt die erste Fake News. Flüchtlinge sollen als Böller-Experten ausgebildet werden. Laut einer Online-Zeitung sollten für den Jahreswechsel 2018-19 Flüchtlinge mit Sprengstofferfahrung von der Bundesregierung für den Bau und das Abfeuern von Silvesterraketen eingesetzt werden, vor allem Afghanen und Syrer. Fake News oder von uns erfundene Fake Fake News? Was sagen Sie? Ja, das kann man so gar nicht auseinanderhalten. Ja, also ihr müsst schon deutlicher sprechen, echt, so geht's nicht. Also, Fake oder Fake Fake? Fake Fake. Jawohl, Fake Fake, haben wir uns ausgedacht. So, nächste Nachricht. BAMF zählt Flüchtling Hochzeit mit seiner Katze. Ich wiederhole, BAMF zahlt Flüchtling Hochzeit mit seiner Katze. Eine Internetseite behauptet, die BAMF-Außenstelle Bremen habe einem Flüchtling aus Syrien die Hochzeit mit einer Perserkatze mit 7.500 Euro unterstützt und schreibt dazu, jetzt nehmen Sie auch uns noch unsere Katzen weg. Fake News oder von uns? Konzentration jetzt. Fake, fake, von uns erfunden. Stimmt. Mann, ihr seid sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt die letzte. Achtung. Merkel hasst Deutschland und ist wahnsinnig. Kanadisches Fernsehen liefert Beweise. Das schrieb eine private Nachrichtenseite im Internet mit einem Video, in dem Angela Merkel dann aber leider kein bisschen wahnsinnig wirkt und auch von Hass ist nichts zu merken. Fake News oder Fake Fake News? Fake. Also echt? Ja. Echte Fake News. Richtig. Das Video wurde 2 Millionen Mal angeklickt. Die Meldung stammt von der erfolgreichsten Fake News Seite überhaupt. Sehr gut. Ich muss sagen, hier haben wir die Menschen geimpft. Die Menschen merken, die Menschen lassen sich nichts vormachen. Aber das ist natürlich auch dieses spezielle Publikum hier in diesem Zelt, muss man sagen. Ja. Das sind Menschen, die bringen Bildung und Empathie mit. Und den machst du, also verstehst du, Riesenapplaus für euch selber einfach mal, so gegenseitig. Ja, das ist der Punkt. Das ist das Gute.